Aktuelle an Edor. Aktuelle an Edor. Schiffshavarie. Ausrüstung verloren. Transmutator zerstört. Habe nur den Chrysalidverstärker retten können. Alle Instrumente haben direkt vor dem Absturz höchste Gefahrenstufe angezeigt. Er bittet dringend Anweisungen. Ende. Aktuelle an Edor. Aktuelle an Edor. Er bittet dringend Anweisungen. Ich habe mir vor dem Absturz ein quasi humanoides Erscheinungsbild zulegen können. Ich bin noch existent. Aber alles, was ich tun kann, ist, diese Botschaften immer wieder vor dem Chrysalidverstärker abzuspielen und zu warten, dass was durchkommt. Gerade meinte ich, der Kristall fängt an zu leuchten und ich höre endlich von euch. Aber es war nur eine Spiegelung der gelben Zentralsonne dieses Systems auf der Oberfläche des Verstärkers. Vielleicht hättet ihr für diese Mission besser einen Techniker schicken sollen, nicht eine Verhaltensforscherin. Er bittet dringend Anweisungen. Bitte dringend. Ende. Arcturella an Edor. Arcturella an Edor. Jetzt habe ich endlich Zeit für eine ausführlichere Botschaft. Dass ich überhaupt Botschaften schicken kann, geht nur mit Hilfe eines Bewohners dieses Planeten. Der hat mich aufgenommen, oder vielmehr meine jetzige körperliche Erscheinungsform, die der Transmutator aus den uns bekannten Informationen zusammengestellt hat. Schade um den Transmutator. Er hat gute Arbeit geleistet, soweit ich das schon beurteilen kann. Er hat mir nur irrtümlich eine dritte Brust zugeteilt. Die muss ich, so gut es geht, verstecken. Ich habe so eine Art Verband drüber gemacht. Ja, äußerlich ähneln uns die Bewohner dieses Planeten im System Naht durchaus. Aber ihr Wesen ist doch ziemlich verschieden von... Hallo, ich bin's. Ich muss Schluss machen. Ende. Aktuelle an Edor. Aktuelle an Edor. Ich habe wieder Ruhe, um euch weiter über meine Lage zu informieren. Ich hoffe nur, der Chrysalidverstärker bringt meine Botschaften über die vielen Lichtjahre, die ich von euch entfernt bin. Gut, ich habe also hier einen... Nein, Freund kann ich ihn nicht nennen. Es ist ein, sagen wir mal, weniger feindseliges Exemplar dieser Gattung. Ich nenne ihn jetzt mal meinen Wirt. Eigentlich wollte ich ihm nichts von meiner Mission erzählen, aber... Also, der Transmutator hat mir zwar ein menschenähnliches Aussehen gegeben, aber leider war keine Zeit mehr für mich, eine plausible Identität zu entwerfen. Und je mehr Ausreden ich suchte, desto ärgerlicher wurde mein Wirtmensch. Und zu Anfang war er wirklich freundlich. Also habe ich ihm... Vielleicht war das ein großer Fehler. Unsere Wissenschaftler halten ja nicht viel vom Operieren mit dem Unwahrscheinlichkeitsfaktor. Jedenfalls, ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Und gerade rechtzeitig ist mir eingefallen, dass es vielleicht wichtig ist, falls ich mich bei meiner Rückkehr rechtfertigen muss, ein Protokoll von diesem Gespräch zu haben. Und ich habe heimlich den Rekorder eingeschaltet. Folgt Dokument. Ihr Taschentuch gefunden? Ja, es war runtergefallen. Können Sie zusammenfassen, was ich Ihnen gerade gesagt habe? Wenn Sie wollen. Also Sie sehen aus wie eine junge Frau... Aber in Wirklichkeit heißen Sie Arcturella und kommen von... Schon falsch. Arcturella ist nur der Name meines Forschungsprojekts. Mhm. Wir wissen, dass Sie, also die Bewohner dieses Planeten, unsere Zentralsonne Arcturus nennen. Ja, ja. Und wie heißen Sie dann? Sagen Sie ruhig Arcturella zu mir. Meinen wirklichen Namen könnten Sie nicht aussprechen. Er ist eine Folge von Tönen, die der Formel eines seltenen Metalls entsprechen. Bei uns haben Namen immer noch eine andere Bedeutung. Der Name meiner Mutter war gebildet aus den Anfangsbuchstaben von 7 Städten, die alle auf einem Meridian liegen, dem 77. Toll. Und was bedeutet der Name Ihres Vaters? Entschuldigung, haben Sie vielleicht irgendwas zum Überziehen für mich? Es ist hier so kalt. Sie können meine alte Strickjacke nehmen. Da hinten auf dem Sessel. Komisch. Sind Sie das nicht gewöhnt? Ich meine... Ihr Planet ist doch auch sehr kalt, oder?
Wie kommen Sie denn darauf? Ja, wie komme ich darauf? Vielleicht wegen dem Namen. Arcturus. Arktis. Ewiges Eis. Unsere Welt ist warm und freundlich. Unsere Rasse ist friedliebend. Man lügt dort nicht oder verrät seine Freunde für den eigenen Profit. Unsere Welt ist einfach besser. Bis auf einen kleinen Schönheitsfehler. Man plant dort die Eroberung der Erde. Nein, nicht Invasion. Nur Kommunikation. Austausch. Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht sicher bin, ob es sich für uns überhaupt lohnt, mit ihrer Rasse in Verbindung zu treten. Es sind schon Zweifel möglich, allerdings. Wenn aber Ihr Raumschiff abgestürzt ist, wie kommen Sie dann zurück auf Ihren Heimatplaneten? Ja, das ist das Problem. Der Mensch hat also erstaunlich gelassen reagiert und ist wieder ganz freundlich. Er lässt mich jetzt zusätzlich zu meinem kleinen Taschenrekorder auch seine Anlage benutzen. Immer wenn ich Zeit habe, spiele ich meine Botschaften neben dem Chrysalidverstärker ab und hoffe, dass er zu leuchten beginnt und dass ich endlich von euch höre. Ende. Arcturella an Edor. Arcturella an Edor. Heute habe ich einen Entschluss gefasst. Ich habe mir gesagt, irgendwann kommt schon die Antwort von euch. Und bis dahin will ich für unseren Forschungsauftrag so viel wie möglich tun. Als erstes beschreibe ich meine unmittelbare Umgebung und übermittle euch diese Aufzeichnungen täglich. Sicher könnt ihr diese Bruchstücke mit Computersimulation zusammenführen. Also, die Menschen sind uns äußerlich ziemlich ähnlich, aber es gibt große Unterschiede im Verhalten. Auf die komme ich später. Das Hauptkommunikationsmittel der Menschen ist ein elektrischer Impulsumwandler namens Telefon. Folgt Dokument. Betrogenholz? Wieso will der Idiot auf einmal... Nein, wir haben doch vereinbart, Tropenholz verarbeiten wir nicht. Sag ihm das. Ja, Peter, ich würde ja gerne selber mit ihm reden, aber du weißt doch, der Wichtigtuer hat immer den Anrufbeantworter drin, auch wenn er zu Hause ist. Nein, du kennst mich doch. Okay, danke, Peter. Und bis nachher dann, ja? Ja, hier Martin Bense. Kann ich bitte Dr. Renner sprechen? Ja, Schwester Doris, ich weiß, dass unser Olli immer furchtbar beschäftigt ist. Aber könnten Sie es trotzdem probieren, bitte? Sagen Sie ihm, es ist Martin. Privat, aber dringend. Danke, ich warte. Oliver. Nein, kein akuter Ausbruch meiner Neurose. Du, ich kann jetzt nicht so reden. Ja, Besuch. Ja, ein Weib, aber nicht so, wie du denkst. Du, ich bringe heute um 12 den Peter ein paar Pläne in die Werkstatt. Könnten wir danach zusammen essen? Okay, prima. Also, ciao. Offensichtlich pflegen die Menschen auch noch direkte Kommunikation. Im Gegensatz zu uns haben sie aber keinerlei mediale oder telepathische Fähigkeiten, auch wenn sie manchmal so etwas Ähnliches behaupten. Folgt Dokument. Intuition. Das war Intuition. Das verstehe ich nicht. Sie standen da so auf dem Bahnhofsplatz, mitten im Nieselregen, ohne Schirm und nur mit dieser kleinen Tasche. Wirklich wie nicht von dieser Welt. Das ist auch dem Polizisten aufgefallen, der hat sie schon ganz misstrauisch beobachtet. Ich habe mich gefragt, was will die Schöne in unserer Provinzmetropole? Und dann sind sie zu mir rübergegangen? Ja, eigentlich wollte ich nur Obst und ein paar Kekse kaufen am Bahnhofskiosk. War ja Sonntag. Und sie haben zu mir gesagt... Und ich quatsch sonst nie Frauen an. Tut mir leid, dass ich sie so lange hab warten lassen. Intuition. Das war's. Intuition. Da bin ich aber immer noch sehr skeptisch. Da bräuchte ich schon mehr Beweise. Das war mein Bericht für heute. Ende. Arcturella an Edor. Arcturella an Edor. Bin nun schon seit 3 Tagen bei meinem Wirtmenschen. Ich beobachte ihn genau.
folgt Dokument. Sagen wollte, Arturella, ich habe natürlich wirklich überhaupt nichts dagegen, wenn Sie in meinem ältesten Hemd und in dieser schäbigen Strickjacke rumlaufen wollen. Aber Sie können sich gerne was aus dem schwarzen Schrank im Schlafzimmer holen. Wird wohl ein bisschen zu groß sein, aber immerhin sind es Damensachen. Ach. Ja, von einer Freundin. Kommt sie zurück? Sie dürfen sich ruhig was nehmen. Kommt sie zurück? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Ja, Sie dürfen jetzt, wenn Sie küssen. Ja oder nein? Tun Sie es. Scheiß Programm schon wieder. Wir haben Ihre Sünde gesagt. Ende des Dokuments. Ist das nicht ein merkwürdiges Verhalten? Keinem Arcturianer wäre es egal, das heißt gleichgültig, was mit jemandem los ist, den er einen Freund nennt. Diese Rasse ist schon ziemlich anders als wir. Besonders auffallend finde ich ihre Aggressivität. Folgt Dokument. Ich habe gefragt, ob Sie vielleicht eine Mark für mich haben. Nein, leider nicht. Na, hören Sie, nur eine Mark, das tut Ihnen doch nicht weh. Ich habe aber kein Geld, ehrlich. Ach nee, kommt daher im feinsten Fummel und sagt, sie hat aber kein Geld, ehrlich. Verarsch doch selber, du dämliche Wohlstandsfotze. Von der Sorte könnte ich täglich ein Dutzend Dokumente liefern. Ich nehme sie mit dem Kassettenrekorder in der Tasche auf. Das Mikro kaschiere ich irgendwie mit Schal und Ärmel. Martin, also mein Wirt, hat mir gesagt, die Stadt, in der ich abgestürzt bin, gehört wie viele andere im Land zu einer mittleren Größenordnung und ist ziemlich durchschnittlich. Also typisch. Er sieht es aber nicht gerne, wenn ich alleine nach draußen gehe. Aber wie soll ich denn anders zu dem akustischen Forschungsmaterial kommen? Er hat wohl Angst, dass ich... Ach, er möchte auch nicht, dass ich sein Telefon abnehme. Den Anrufbeantworter schaltet er aber oft nicht ein. Er sagt, er mag es nicht, wenn Konservenstimmen so tun, als würden sie mit einem reden. Komisch. Ich wäre froh, wenn ihr mit mir reden würdet. Auch als Konserven, Maschinen oder Geister. Nur endlich überhaupt mal reden. Ende. Arcturella an Edor. Konnte gestern keine Botschaft übermitteln, weil unvorhergesehene Dinge passiert sind. Ich war wieder draußen, um Material zu sammeln für das Forschungsprojekt Erde. Ich hatte den Rekorder gerade angeschaltet, also kann ich alles direkt dokumentieren. Machen Sie doch Platz! Ich komme nicht vorbei! Wieso ich? Fahren Sie zurück! Bin ich blöd, oder was? Sie sehen doch, ich muss die ganze Straße rückwärts rauffahren. Lisa. Und Sie brauchen bloß die Einfahrt direkt hinter Ihnen reinzustoßen. Lisa, aber Sie haben da bist Angst, du ja. Frank hat also doch recht gehabt. Entschuldigen Sie, aber Sie verwechseln mich mit irgendjemandem. Sonst hole ich die Polizei! Lisa, mach doch keinen Quatsch, komm jetzt mit! Das warte ich, ich halte mich los! Ach, du Biest! Lisa, bleib da! Selber schuld, ich bin direkt reingelaufen. Nicht anfassen. Ja, nicht. Dann trat jemand auf den Rekorder und er war kaputt. Ich bin hingefallen, aber außer ein paar blauen Flecken ist mir nichts passiert. Zum Glück war ich schon in der Straße vor Martins Haus. Der sah den Auflauf, kam angerannt und brachte mich in die Wohnung. Ich habe ihm mindestens 10-mal gesagt, dass ich in Ordnung bin, aber er war völlig durcheinander. Er hat mir einen sogenannten Cognac aufgedrängt und selber 3 getrunken. Wirres Zeug geredet. Leider war ja der Rekorder kaputt, also konnte ich nichts aufnehmen. Auch nicht die folgende seltsame Szene, wo er mich immer wieder an sich drückte. Dann hat er versucht, mich auszuziehen, was er vorher noch nie getan hat. Er hat mir erst die Bluse aufgeknöpft und dann den Brustverband. Ihr erinnert euch, unter dem verstecke ich doch diesen dummen Fehler des Transmutators. Den Verband hat er auch entfernt. Dann wurde er noch blasser, als er schon war, und sagte, oh mein Gott, und ließ mich in Ruhe. Ich weiß, es war ein Fehler von mir. Ich hätte es nicht zulassen dürfen. Jetzt schaut er mich immer so komisch an, wenn er glaubt, ich merke es nicht. Was hat er denn bisher gedacht, wer ich bin? Hallo Martin, hier ist Hartmut. Was soll ich denn jetzt Pass tun? Auf. Offiziell liegt uns nichts vor, aber... Habt ihr mich denn schon abgeschrieben? Ehrlich gesagt, mir gefällt die Sache überhaupt nicht. Hört ihr vielleicht meine Botschaften? Ich mache mir Sorgen.
und antwortet einfach nicht. Ruf mich bitte zurück. Er bittet dringend Anweisungen. Ende. Bitte. Aktueller an Edor. Aktueller an Edor. Meine Lage wird immer schlimmer. Das Verhalten meines Wirts macht mir Angst. Ich habe ihn unbemerkt beim Telefonieren dokumentieren können. Hört euch das an. 8:05. Ah, hier ist leider nur der automatische Anrufbeantworter von Dr. Verdammt! Ich weigere mich, mit Tonmalkonserven zu verhandeln oder deiner Geisterstimme irgendwas anzuvertrauen. Gott nochmal. Die Angst des Wilden vor dem Fotografen. Magische Verlustphobie. Von mir aus. Ach, wie schön Sie zu hören, Frau Labitzke. Bense hier. Wieso? Ich freue mich nur, dass Sie es leibhaftig sind und nicht eine Maschine. Oder sollte ich mich etwa täuschen? Ein Scherz, Frau Labitzke. Kommissar Wilms erwartet einen Anruf. Ja, danke. Tag, Hartmut. Erstmal danke für die Mühe. Sag mal, auch wenn es keine Vermisstenmeldung oder Anzeige gibt, kann man nicht trotzdem Nachforschungen... Nein. Ich werde mich hüten, was Unkorrektes von dir zu verlangen. Na klar, wenn man nicht mal den richtigen Namen kennt, kein Ausweis, kein Notizbuch, gar nichts eigentlich. Nein, Hartmut, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich hätte dich auch sonst nicht bemüht, es ist nur... Ja, die Messerschnitte. Und seit vorgestern immer diese Anrufe. Wenn man sich meldet, wird aufgelegt. Also hör mal, eben fragt mich deine Sekretärin, ob bei mir alles in Ordnung ist und jetzt du. Wenn es dich beruhigt, Olli ist voll informiert und dich halte ich auch auf dem Laufenden. Hm? Also, ciao. Oh Mann. Das ist ein irdischer Charakter. Er will mich ausliefern an Polizisten und Ärzte, die mir den Kopf aufschneiden, um unsere andersartigen Gehirne zu studieren. Was bekommt er wohl dafür? Geld? Vorteile? Aufträge? Ja, wir Arcturianer sind anders. Und Verrat an Menschen, die uns vertrauen, darauf steht bei uns Todesstrafe. Martin nutzt es aus, dass ich abhängig bin von ihm wie ein Kind. Er will mich nämlich auch subliminal beeinflussen. Hört euch diese Musik an, aber seid vorsichtig. Ich selber werde mir beim Abspielen vor dem Chrysalidverstärker wieder die Ohren zuhalten. Das genügt. Als er mir das gestern vorspielte, habe ich fast die Anlage kaputt gemacht in meiner Panik, damit es nur schnell wieder aufhört. Ich fragte ihn, wie er dazu kommt, mir das vorzuspielen. Aber da tat er ganz unschuldig. Das ist einer von meinen Lieblingssongs und mit seinem komischen Grinsen, irgendwas hat das auch mit dir zu tun. Oh ja, und er gibt es auch noch offen zu. Auf diese Musik ist eine Botschaft des Bösen aufmoduliert. Ich verstehe sie nicht, aber ich spüre es. Ich weiß nicht, was sie von mir will, aber ich habe solche Angst, dass irgendetwas Schreckliches...
Ich muss wieder an die Frau denken, deren Kleider bei ihm im Schrank hängen. Was ist mit ihr passiert? Ich muss mich schützen. Ich weiß nur nicht wie. Er kommt. Ich muss Schluss machen. Ende. Arcturella an Edor. Arcturella an Edor. Ich glaube, jetzt wird alles gut. Mir geht es gut. Frank lässt mich Botschaften auf seinen Geräten. Frank, ach ja. Zu Anfang war ich natürlich etwas erschrocken, als ich die Wohnung von diesem, Wieser Martin fluchtartig verließ und mich im Treppenhaus jemand von hinten packte. Chloroform war wohl in dem Tuch. Der nächste Schreck, als ich in der Wohnung von Frank aufwachte und mitbekam, dass sie, also er und sein Freund Kurt, meine sämtlichen Kassettenbotschaften an euch abgehört hatten. Aber dann wurde alles gut. Die hatten mich nämlich nur entführt, weil sie dachten, ich bin eine gewisse Lisa Gebhardt. Der dumme Transmutator hat mich ihr wohl irgendwie ähnlich gemacht, äußerlich. Aber jetzt sind sie ganz nett zu mir. Ich soll nur nicht die Wohnung verlassen zu meiner Sicherheit. Wie ich euch schon gesagt habe, das Hauptkommunikationsmittel der Menschen ist das Telefon. Und auch das benutzen sie meistens nur indirekt als Anrufbeantworter. Dokument. Hallo Frankie Boy, Ingrid hier. Du denkst doch an heute Abend, die neue Slow-Motion-Video-Installation von Cecil. Enrico kommt übrigens auch. Und das Sushi-Buffet ist von Takeo. Das allein bringt's schon. Pussy. Dokument. Du Frank, hier ist Benner. Du, ich habe unseren Richard ein bisschen ausgereicht wegen, du weißt schon. Der meint, da kommt nichts nach. Der kennt die Sorte von Profis aus seinen Strafprozessen. Die werden da keine Erpressung versuchen. Ja, einfach weil es für sie selber zu riskant ist. Also, wenn ihr es schafft, dich zu halten, alles paletti. Dokument. Du, Bruderherz, der Teppich, den du mir für meine Spezialreinigung mitgegeben hast, da gibt's Probleme, die kriegen die Blutflecken nicht raus. Und wenn sie schärfere Mittel nehmen, greift es vielleicht die Farben an. Am besten du rufst das selber mal an. Die Nummer ist 985979. Ich wiederhole, 985979. Tschüss. Ende Dokument. So viel für heute. Ende. Arcturella an Edor. Arcturella an Edor. Mir geht es gut. Ich bin nur immer so müde. Dabei gibt mir Frank jeden Tag extra so Pillen, damit sich mein arcturianischer Metabolismus der terrestrischen Umgebung besser anpassen kann. Aber ich kann mich so schlecht konzentrieren. Ich nehme Dokumente auf mit dem versteckten Rekorder und kann sie nicht auswerten. Hört euch das an. Vielleicht könnt ihr die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es folgt Dokument. Sag's ja, ein Weib sein und hübsch, dann hätte man ausgesorgt. Kurz, du sagst es. Dann findest du immer einen Blöden, der dir die Steine aus dem Weg räumt. Ja, du hast viel für Lisa getan. Ja, wenn's dann nicht so klappt mit der Karriere und überhaupt, kannst du immer noch ihm die Schuld zuschieben. Er hat dich ja daran gehindert, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Mit der Masche hat sie sich bisher immer durchgemogelt und ich hab's allmählich satt, Papa zu spielen für... Kann sie uns nicht hören? Ach was. Die sitzt wieder im Wintergarten vor diesem alten Paperweight, das sie Chrysalidverstärker nennt, und lässt eine Botschaft ablaufen. Ich verstehe nicht, dass du sie so mit Bändern und Kassetten rumhantieren lässt. Das kann doch gefährlich sein. Komm, gefährlich. Erstens haben wir alles voll unter Kontrolle. Und zweitens, wer würde ihr denn im Moment irgendetwas glauben? Die eine Kassette, das ist das Problem. Das ist das Problem. Also Benno sagt, als Beweis vor Gericht gilt sowas sowieso nicht. Ja, aber es könnten die falschen Leute die richtigen Schlüsse aus der Szene ziehen und anfangen, dumme Fragen zu stellen. Du meinst der Typ, bei dem sie waren? Vielleicht. Wenn der allerdings bloß die Kassette hat und sonst nichts von ihr weiß, ist keine Gefahr. Also, dass er sich bisher noch nicht hier gemeldet hat, halte ich für ein gutes Zeichen. Außerdem, wir wissen ja nicht einmal, ob Lisa das alles wirklich aufgenommen hat. Mein siebter Sinn, Kurt. Ich kenne Lisa und ihre Macken. Ich habe ja auch richtig getippt, in welcher Stadt sie sein könnte, nachdem sie hier abgehauen ist. Also damals, als ich in deine Wohnung kam und das Chaos sah,
Da ist mir aufgefallen, dass der grüne Pfeil am Radiorekorder blinkte. Und das heißt doch, die Kassette war schon durchgelaufen. Schon, ja. Schon. Aber wie lange vorher? Und wenn nichts drauf gewesen wäre? Wieso hätte Lisa dann die Kassette mitnehmen sollen? Und das hat sie doch getan, oder? Ja, natürlich. Ich habe mir damals erstmal einen Cognac eingegossen auf den Schreck hin. Sie ist ins Bad gegangen und hat sich gewaschen. Dann habe ich rumtelefoniert, um dich zu erreichen. Ja, und plötzlich war Lisa weg. Und später, aber noch bevor du kamst, habe ich gemerkt, dass das Kassettenfach offen stand und keine Kassette mehr drin war. Und solange ich diese Kassette nicht in der Hand halte, werde ich keine Ruhe haben. Ach, wenn man bloß mit ihr reden könnte. Aber kann man das wirklich nicht? Ich meine, vielleicht, wenn du sie mehr unter Druck setzt. Lisa kann sehr stur sein. Und ich weiß von ihrem Vater, dass sie so etwas früher schon hatte. Da fantasiert sie dann alles Mögliche zusammen. So eine Neurose könnte ich auch brauchen. Dann würde ich mal den Blümel, das alte Ekel, mit dem Scheinwerferkabel erdrosseln. Dann sage ich, mein Name ist Tarzan, schnapp mir die nächste Liane und ab in den Urwald. Ich finde es überhaupt nicht zum Lachen, ja? Wir könnten froh sein, wenn Lisa in diesem Zustand nicht mal anderswo einen Scheiß gebaut hat, bevor du sie eingefangen hast. Und wenn was rauskommt, sind wir alle dran. Du auch. Was? Ich? Ich habe euch doch was geholfen. Eine Straftat zu vertuschen, das ist die günstigste Interpretation, die du erwarten kannst, wenn man... Also hör mal, Frank. Ende des Dokuments. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn ich doch endlich mal von euch eine Antwort bekäme. Einen guten Rat. Aber der Chrysalidverstärker bleibt immer trüb. Ende. Arcturella an Edor. Ich stehe kurz vor einer wichtigen Entdeckung. Ich habe unter den Kassetten von Frank zufällig die böse Musik entdeckt. Ihr wisst schon, die auch dieser Verräter Martin mir vorspielen wollte. Zuerst bin ich so erschrocken, dass ich sie sofort wieder ausschaltete. Aber seit ich die Pillen von Frank heimlich wegwerfe, ist mein Kopf wieder klarer. Und vielleicht werde ich schon morgen stark genug sein, um diese Musik ganz anzuhören. Und diesmal werde ich ihr Geheimnis entschlüsseln. Ende. Arcturella an Edor. Nach längerer Pause kann ich wieder eine Botschaft für euch zusammenstellen. Ach, Moment. Gleich, Frau Krüger. Ich komme gleich und gehe mit Ihnen ein paar Schritte. Ich bin jetzt in einer sogenannten Klinik, wo Menschen hinkommen, wenn sie krank sind. Ich finde, das ist auch kein schlechterer Aufenthaltsort als die vorher. Und ich darf hier sogar in Ruhe Forschungsmaterial sammeln. Diese Frau Krüger zum Beispiel. Aber erst das Wichtigste. Ich habe meinen Chrysalidverstärker zurückbekommen, nachdem die Polizei ihn zuerst als Beweisstück behalten hat. Dr. Renner hat mir zwei Rekorder besorgt, damit ich akustische Dokumente in meine Botschaften einbauen kann. Dr. Renner ist, wie soll ich ihn nennen, mein Betreuer, mein Aufpasser? Unterstützt er meine Arbeit? Dokument einer Befragung. Wir versuchen im Moment auf diesem Weg die Welt zu verstehen. Ihre Welt, Dr. Renner. Die irdische. Sicher. Und das ist wichtig. Also nehmen Sie ruhig alles auf. Auch dieses Gespräch? Auch dieses Gespräch. Gut. Läuft denn das Band schon? Natürlich. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das sollten Sie auch nicht. Also, fangen wir an. Ja, bitte? Ja. Erzählen Sie nur. Wieso ich? Ich möchte doch etwas von Ihnen wissen. Über Ihre Probleme zum Beispiel. Wieso meine Probleme? Sie haben Übergewicht. Sie rauchen. Sie lächeln fast immer, aber es strengt Sie an. Sie heißen Oliver, aber Ihre Freunde nennen Sie bloß Olli. Erzählen Sie.
Das heißt, ich werde dringend gebraucht. Tut mir leid, ich muss sofort... Auch Ihr Problem. Ende des Dokuments. Dieser irdische Wissenschaftler ist nicht gerade brillant, aber harmlos. Obwohl, man weiß nicht. Martin kam mir auch harmlos vor, aber er war es nicht. Ich muss hier sehr vorsichtig sein. Ja, das dürfen Sie ruhig hören, Dr. Renner. Ich weiß schon, dass Sie heimlich alle meine Botschaften abhören. Mein Heimatplanet ist... Manchmal habe ich das Gefühl, ihr empfangt meine Dokumente sehr gut. Aber aus irgendeinem Grund interessieren sie euch nicht mehr. Und ihr habt beschlossen, dass es mich nicht mehr gibt. Der Chrysalid hat einen Sprung. Und ich habe Angst, dass ich das alles nicht mehr lange durchhalte. Ende. Aktueller an Edor. Aktueller an Edor. Ich melde mich immer noch aus der Klinik. Dr. Renner hat mir eine Kassette gegeben und meint, die müsste ich unbedingt mit der heutigen Botschaft überspielen. Ich verstehe ja nun nicht, warum euch irgendein Quatsch von diesem Planeten interessieren sollte. Das ist nicht irgendein Quatsch, sondern ein ganz wichtiges Dokument. Es ist nämlich Ihre letzte Kassettenbotschaft aus Franks Wohnung. Aber Sie sind damals nicht dazu gekommen, sie fertig zu machen und abzuspielen. Ihr hört also, er besteht darauf, dabei zu sein, wenn ich diese Botschaft an euch aufnehme? Nein, ich möchte nur dabei sein, wenn Sie sich diese andere Kassette aus Franks Wohnung, also die unfertige und noch nicht gesendete Botschaft an Edor, jetzt noch einmal anhören. Erinnern Sie sich nicht mehr? Nein. Sie wollten doch das Geheimnis dieser... bösen Musik enträtseln und das ist Ihnen damals auch gelungen. Sie waren gerade dabei, Ihre Entdeckung Edor mitzuteilen, aber dabei wurden Sie gestört durch... Okay, nun machen Sie schon. Da, ja, da müssen Sie drücken. Aber ich weiß wirklich nicht, was das soll und ob ich mir das überhaupt anhören soll. Ich drücke jetzt und... Aktueller an Edor. Aktueller an Edor. Ich bin immer noch in der Wohnung von Frank und... Hör mal, Frank, ich geh jetzt in die Dunkelkammer. Bitte nicht stören, ja? Okay. Und du störe mich auch nicht mehr. Es ist Meditation, Mann. Ich habe euch ein Dokument zum Überspielen vorbereitet. Ich habe es zufällig unter anderen Musikkassetten entdeckt und es wirft kein gutes Licht auf den menschlichen Charakter. Es beginnt mit dieser Musik und dann... Aber hört selbst. Keine Bewegung. Hier geblieben und schön den Mund halten. Unterbrechung des Dokuments. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was ihr da gerade hört. Ein Einbrecher ist in eine Wohnung eingedrungen, wo eine Frau ganz alleine ist. Sie hat vorher Musik gehört.
auf ihren Freund gewartet. Aber der ist nicht gekommen. Dafür der Einbrecher. Er bedroht die Frau, fesselt sie. Er sucht etwas und denkt, sie weiß, wo es ist. Ach. Ich denke, diese Szene erspare ich euch. Der Mann hat ein Messer. Er hält es ihr vor die Brust. Verletzt sie. Sie muss Todesangst haben. Ja, das muss sie wohl. Dokument geht weiter. Glaub ich, du weißt wirklich nichts. Du blöde Gans. Schön. Muss ich selber weitersuchen. Da wollen wir doch als erstes dem Häschen den Bauch aufschlitzen. Was ist denn? Der Chef hat gesagt, schau mal, ob in der Wohnung nicht eine hübsche Puppe ist. Sie muss ja nicht gleich Musik machen. Und wenn keine Puppe da ist, vielleicht ein Schmusetierchen. Und die gibt's hier ja jede Menge. Ah, ja, da ist nichts drin. Aber der Köter hier, ist der nicht ein bisschen schwer für seine Größe? Sieh mal an. Das ist doch was. So viele kleine weiße Päckchen. Der Chef hat's ja gesagt. Der da ist ein Filmfritze, der schaut bestimmt gern alte Thriller an und denkt, Leute wie wir tun das nicht. Koks in der Puppe oder im Plüschhund. Ist echt zum Lachen. Weißt du, Schätzchen, wir haben das nicht so gerne, wenn Amateure da mitmischen wollen. Das hätte dein Freund wissen müssen. An dieser Stelle war die Kassette abgelaufen. Was ihr aus diesem Dokument klar und deutlich erfahren könnt... Mensch, Frank, komm schnell! Ich hab doch gewusst, dass es was bringt, das Mäuschen ein bisschen zu beobachten. Was fragst du denn schon wieder rum? Ja, hier, die Kassette! Sie hat gerade ein Stück davon überspielt für so eine Botschaft. Da war wirklich der Einbruch drauf. Na ja. Lisas Favorites. Ja, ja, die erste Hälfte, aber mittendrin. Also ich stell mir vor, die Kassette steckte an dem Abend halb abgespielt im Rekorder. Lisa war wohl schon im Bett. Und vielleicht hat sie auch die Musik ausgeschaltet, weil sie irgendwas an der Tür hörte. Dann kommt der Einbrecher, sie verhält sich ruhig. Und dann muss ihr Tick alles Mögliche aufzuzeichnen durchgeschlagen haben und sie drückt auf Aufnahme. Ja, genau. Und du hast behauptet, du hättest alle Kassetten durchgehört. Ja, durch. Reingehört. Reingehört schon, aber mittendrin. Bist du denn auch noch drauf? Nein. Die Kassette ist vorher zu Ende. Wie ich an der Tür klingle und der Dieb über die Terrasse abhaut, das ist nicht mehr drauf. Naja. Wenigstens kann uns jetzt keiner mehr mit Rauschgiftbesitz in Verbindung bringen. Du meinst dich, Frank? Moment. Ja, ist ja auch egal. Was hältst du von einem Schluck zur Feier? Na, gute Idee. Weißt du, wo das... Ach, natürlich weißt du Bescheid. Es ist ja gar kein Champagner kaltgestellt. Nee, aber zwei Flaschen von unserem Riesling-Sekt aus Riquier. Super trocken. Schon überredet. Eigentlich verdammt schade um den Stoff, nachdem wir ihn uns schon mal hatten. Der Trick mit dem Paket... Erinnere mich bloß nicht daran. Es ist ja nicht irgendeine Prolo-Droge. Es macht total sensibel. Sollte man auf Rezept kriegen als kreativer Mensch. Für Lisa auch ein Glas? Klar. Aber erst mal Prost. Jetzt kann nichts mehr passieren. Gut. Auf uns. Prost. Prost. Ah, scheiß Heuchelei. Die ganze Szene scharf auf das Zeug, aber wehe, wenn sie einer erwischen lässt. Du, Frank. Was ist? Ich denk nur gerade,
Lisa kann jetzt reden, was sie will. Nur die Kassette hätte uns belasten können. Und die haben wir jetzt. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Also, wenn's die Zeugen Jehovas sind, dürfen sie mitfeiern. Ja, bitte? Kriminalpolizei, kann ich da nochmal sprechen? Ich kapier das nicht. Wieso sind denn die Bullen... Keine Panik. Du gehst jetzt raus. Was? Lass dir die Ausweise zeigen, aber bleib höflich. Halt sie hin so lang wie möglich und dann bittest du sie rein. Ja, aber... Du bist doch noch nicht weg! Also ich hoffe sehr, dass du weißt, was du tust, großer Meister. Kein Problem. Hey, Lisa Mäuschen. Trink doch was. Wir kriegen das schon alles in den Griff. So. Und jetzt lege ich diese verdammte Kassette ein. Das ist eine echte Krimisituation. Während der Herr Kommissar bei uns sitzt und mit uns plaudert, wird das Beweisstück still und leise unaufhaltsam vernichtet. Gelöscht. Nur noch ein weißes Rauschen, als wäre nie etwas... Hey, Lisa! Was hält ihr ein? Lisa, gib sofort die Kassette her! Lisa! Eins, zwei. Ja. Martin an Arcturella. Martin an Arcturella. Ich weiß, du misstraust mir noch immer. Und ich kann mir denken, warum. Aber vielleicht hörst du dir wenigstens eine Kassettenbotschaft von mir an. Oliver hat es erlaubt. Vorausgesetzt, du willst es. Damals, als du plötzlich verschwunden warst, hatte ich nicht die geringste Ahnung, wohin. Ich dachte erst, okay, wieder dasselbe Spiel wie mit Bettina, die übrigens mittlerweile ihre Sachen abgeholt hat. Aber irgendwie passte das alles nicht zusammen. Das war so eine... Naja... Du behauptest ja, dass es bei uns Terranern keine Intuition gibt. Also gut. Ich hatte zweimal, aber ganz unabsichtlich, ehrlich. Also ich habe mitbekommen, dass du eine Botschaft an Edor übermittelt hast. Edor. Es hat sich festgehakt. Ich habe diese Buchstaben hin und her gedreht. Dore, Oder, Erot, Orde. Und dann auf einmal in der Nacht die Erinnerung. Bei uns haben die Namen immer noch eine andere Bedeutung. Eine Entsprechung in einem anderen System. Ich weiß selber nicht genau warum, aber ich schrieb das Alphabet auf und fing an, die Buchstaben durchzunummerieren. Nummer 5 ist E, D steht an vierter Stelle, O ist 15 und R ist 18. 5, 4, 15, 18. Eine Kontonummer, oder? Dann habe ich einfach mal hier im Ort diese Nummer am Telefon gewählt. Am anderen Ende war ein älterer Herr. Und ich habe ihn gefragt, ob er Arcturella kennt. Pause. Da meinte er, das sei kein guter Witz. Aber nach einigem Hin und Her stellte sich heraus, er kennt zwar nicht dich, aber diese Lisa Gebhardt, mit der dich auch Frank verwechselt hat. Und... Komischer Zufall, das ist seine Tochter.
Und plötzlich habe ich mich erinnert, dass ich ihn auch kenne. Ich hatte meinen Auftrag von ihm. In seinem Freizeitpark habe ich das Clubhaus am Golfplatz eingerichtet. Besonders sympathisch war er mir damals schon nicht, obwohl er sich immer furchtbar freundlich gibt. Naja, also jedenfalls habe ich von ihm die Adresse von Frank in München bekommen. Ich bin hingefahren. Ich habe das Haus beobachtet. In der Hoffnung, dich zu sehen. Ich habe angerufen, ich habe an der Tür geklingelt. Aber immer hätte ich einem aufnahmegierigen Tonband etwas sagen sollen oder mich von einer Gegensprechanlage ausfragen lassen müssen. Glaub mir, die Lüge bei der Polizei, du hättest mich beklaut, als du weggingst, war der schnellste Weg, an dich ranzukommen. Und ich bin froh, dass es so schnell ging. Ich bin sogar froh, dass Frank von dem Treffer mit dem Chrysalidverstärker nur eine kleine Narbe zurückbehalten wird. Zur ewigen Erinnerung an Arcturella. Und besonders froh bin ich, dass Oliver und ich es geschafft haben, dich aus München wieder hierher zu holen. In unsere kleine Stadt. Und wenn die von deinem Heimatplaneten nichts mehr von sich hören lassen, versuch doch, dich bei uns einzugewöhnen. Wir würden dir gern dabei helfen. Ende der Botschaft. Völlig berechtigt. Oliver sagt mir, du denkst im Moment über ein Verfahren nach, mit dem du auf deinen Heimatplaneten zurück kannst. Und nur den Körper hier lassen musst. Ich weiß nicht, ob es was hilft, wenn ich dich bitte. Tu es nicht. Wir brauchen die Arcturianer und ihre besonderen Kräfte. Schau, ein penibler Polizeibeamter kramt plötzlich in Akten, die ihn nichts angehen sollten. Ein aggressionsgehemmter Arzt haut endlich mal auf den Tisch. Und ich? Du weißt vielleicht, wie ungern ich so ins Leere zu einer Maschine rede.
Quatsch, ungern. Ich bekomme einfach keinen Ton heraus. Ich habe eine Riesenangst davor. Das ist wie etwas Lebendiges in einen Brunnen zu werfen. Oliver konnte mir nicht helfen, aber... Merkst du es? Und dafür wollte ich dir erstmal Danke sagen.